Recht herzlich begrüße Sie zur Pressekonferenz anlässlich des 9. Spieltags der Regionalliga West. 1542 Zuschauer sahen heute das 1:0 zwischen dem KFC Uerdingen und dem SV Uerdinghausen. Vorab kurz die Ergebnisse von den anderen Plätzen. Rot-Weiß Essen ist bei den Arenern 4:1 und SC Wiedenbrück gegen TuS Erndtebrück 5:0. Bei mir darf ich die Trainer der beiden Mannschaften begrüßen. Das ist unter anderem unser Trainer Michael Wiesinger und der Trainer vom SV Uerdinghausen, Alfred Nius. Herr Nius, dürfte Sie um Ihren Kommentar zustimmen? Glückwunsch für die 3 Punkte. Ich bin die Hände gefahren, um zu gewinnen. Und das ist uns nicht gelungen. Wir haben 300%ige Chancen gehabt. Ich glaube, wenn man objektiv zu diesem Spiel guckt, kann ich nur meiner Mannschaft ein Kompliment machen, was die bravourös gekämpft haben. Es war auch ein sehr temporeiches Spiel. Da können die Jungs gar keine Vorwürfe machen, nur wir hätten Dinge da reinmachen müssen. Tobias Steffen läuft alleine aufs Tor, der legt den Ball zurück, hätte da vielleicht abfackeln müssen, was er normalerweise tut, dann ein paar Freistöße. Gut, das ist immer Hoffnung. Ja, ist auch ein wenig Glück dabei, weil das Ding in der zweiten Halbzeit noch von Engelmann. Das sind die richtigen Dinge, um den Ausgleichtreffer zu erzielen. Und das ist uns gegen Wuppertal gelungen und heute Abend nicht. Aber ich fand es einen der schönsten Spieler bis jetzt, die ich erlebt habe. Und deswegen können wir mit breiter Brust weitergehen, aber trotzdem, diese Niederlage ist natürlich ärgerlich, müssen wir wegstecken, weil das 1:0, was passiert, finde ich, das ist immer problematisch, wenn du eine Ecke oder Standards hast, gerade wenn man seine Ordnung in der Mitte verliert. Und ja gut, das passiert ärgerlich wieder in den ersten 5 Minuten, aber wir haben da danach das eigentlich wieder bravourös aufgenommen. Wir haben nicht viel gezeigt und deswegen kann ich Jungs auch ein Kompliment machen. Und bei dem Fußball, die Punkte bleiben hier und das ist ärgerlich. Dankeschön. Ja, vielen Dank für Ihren Kommentar zum Spiel. Herr Wiesinger, dürfte Sie um Ihren Kommentar zu spielen? Ja, für uns natürlich ein ganz, ganz wichtiger Sieg heute. Analyse ganz am Anfang sehe ich es ein bisschen anders. Ich fand, wir waren am Anfang sehr gut im Spiel, wir haben es gut gemacht. Ja, wir haben ein paar Angriffe nicht so gut zu Ende gespielt. Ich fand, nach dem 1:0 waren ein, zwei Dinge noch möglich. Ja, es ging um den Torabschluss, aber in den letzten Ball haben wir es im Zentrum gut gemacht. Danach haben wir ein bisschen Fahrt rausgenommen. Das war nicht der Plan. Ich habe das Gefühl, die Mannschaft wollte sich nach dem 1:0 erstmal sortieren, wollten ein bisschen gucken, was macht der Trainer. Und das ist gegen Uerdinghausen einfach extrem gefährlich. Ja, wenn du zu passiv wirst, wenn du zu spät anläufst, ja, wenn du nicht mehr am frühen Zugriff hast und unter dem System, war das natürlich schon das Problem. Ja, hat der Gegner Übergewicht gehabt, wir mussten viel hinterherlaufen und hatten manche Situationen, hat der Kollege recht, wo wir natürlich auch, fand ich, gut verteidigt hatten. Wir haben einen guten Torwart heute gehabt, ja, wir haben ein paar Defensivsituationen richtig gut gelöst. Ja, das gehört unserem Spiel auch mal dazu. Der Boden hier ist brutal, muss ich sagen, für beide Mannschaften. Also es ist schon, wenn man darüber geht von außen, guckt man immer drauf, ja, schöner grüner Platz ist es natürlich nicht. Ja, der Platz ist tief, der ist schwer. Und für das, was beide Mannschaften hier gegangen sind, über 90+X, müssen wir beide ein Kompliment darstellen. Meine Mannschaft hat es verpasst, seit der Halbzeit dann auch irgendwo noch einen Konter zu setzen. Auch da habe ich Möglichkeiten gesehen für uns, ja, wo wir einfach im letzten Drittel nicht die Konsequenz haben. Das sind Themen, die behandeln wir schon länger, so weit sind wir noch nicht. Trotzdem haben wir heute eine klasse Mannschaft hier besiegt. Ich habe der Mannschaft gesagt, im Herbst, wenn es im Oktober geht, wenn die Plätze tief werden, wenn es unangenehm wird, dann musst du da sein. Das waren wir heute. Für das meine Mannschaft ein Riesenkompliment. Ja, das sind die Siege, die sind gut. Wer uns kennt, der weiß natürlich, dass wir mit sowas natürlich auch sachlich umgehen. Ja, wir wissen sehr wohl, dass wir heute zu viel zugelassen haben. Wir wissen sehr wohl, dass wir den Gegner dann zu sehr aufkommen haben lassen, dass wir Standards dann auch nicht gut spielen. Also diese Dinge, die gehen jetzt bei uns nicht spurlos vorbei. Und ich ordne das sachlich ein, aber ich weiß sehr wohl, dass das heute ein ganz, ganz wichtiger Sieg war für uns. Ja, das war schon im Hinblick auf Viktoria Köln am Samstag
musst du ein Ding zu Hause setzen. Und deswegen freue ich mich für die Mannschaft unheimlich, ja, für den Aufwand, den sie betrieben hat. Sie hat gefightet. Ich habe heute ausgegeben, hier gibt es heute nur eins, Kampfspiel, Leidenschaft, weil es einfach ein guter Gegner ist. Ich wusste das, was heute auf uns zukommt. Ich habe ihn gesehen, Baumarkt. Ja, das ist eine Mannschaft, die steht zu Recht da, wo sie steht. Ja, vitale Umschalten. Und von daher, ja, musst du diese Mannschaft erst besiegen. Das haben wir geschafft. Und dafür wollte ich ein Riesenkompliment an alle. Morgen heißt es regenerieren, Zeit nutzen. Das Spiel wird seine Spuren hinterlassen. In der englischen Woche, ich glaube, vom Gegner, für uns auch. Jetzt müssen wir uns schütteln, bis Samstag regenerieren. Dann haben wir das nächste Topspiel vor der Brust. Auf das freue ich mich. Und auf die genferische Leistung heute kann man aufbauen. Das war top. Fußballerisch muss man natürlich hart arbeiten. Das werden wir. Aber das ist jetzt für mich keine neue Erkenntnis. Heute hat nur gezählt zu gewinnen mit allem, was wir haben, alles rein haben und das haben wir gemacht. Danke. Ja, vielen Dank auch an Sie für den Kommentar zum Spiel. Gibt es Fragen von Seiten der Presse? Ja, hallo Herr Wiesinger, Freund von der Bewegung. Eine Frage zu der Zuschauerzahl. Sie haben ja gesagt, es war ein Topspiel, 1542 Zuschauer da. Spielt schon wieder oben mit, vielleicht ein bisschen wenig. Was hier ein Kommentar ist. Der Herr von der Reviersport fragt nach der Zuschauerzahl. Ja, das haben Sie schon recht, da sind wir schon, aber man muss auch jetzt sehen, weil das Bundesliga, zweite Liga, diese ganzen Themen, Anschlusszeit vielleicht, weiß ich nicht, ich bin jetzt auch kein Experte. Fakt ist, die hier sind, ja, die sind immer hinter uns, die stehen hinter uns, also ich gehe nicht rum und zähle jeden Einzelnen. Ja, Fakt ist auch, dass die Mannschaft bis jetzt einen super Job macht. Dass wir aber auch wissen, dass natürlich auch noch Luft nach oben ist. Aber trotzdem, wir sind Aufsteiger, besondere Aufsteiger. Ja, wir sind natürlich ein bisschen anders aufgestellt, aber sowas entwickelt sich nicht von heute auf morgen. Und ja, ich hoffe, dass wir heute wieder den einen oder anderen überzeugt haben, dass wir nächste Woche wiederkommen. Aber es ist ein hartes Stück Arbeit, das weiß ich. Trotzdem, so ein Sieg wie heute, das kann ich nicht schlecht reden. Ja. Das war ein kämpferisch top-heftig. Nochmal, egal ob 100, 200 oder 5000, das ist mir egal. Ich hoffe, nächste Woche oder übernächstens einfach mehr. Dankeschön. Gibt es weitere Fragen von seiner Presse? Das ist nicht der Fall, wie ich sehe. Dann bedanke ich Sie sehr für Ihre Teilnahme hier bei der Pressekonferenz. Wir sehen uns wieder am 1.10. Wir hoffen dann auch mit ein paar mehr Zuschauer. Um 14 Uhr, dann ist hier zu Gast die Alemannia aus Aachen. Bis dahin wünschen wir Ihnen alles Gute, eine schöne Restwoche, sagte Ihr und Euer KFC.